Stefanie Stumpf, 37, begeistert ihre Fans mit gleich zwei erfreulichen Neuigkeiten. Die deutsche Schauspielerin ist vielen durch ihren ehemaligen Moderatorenjob in der Promi-Talkshow Riverboat oder ihre Rolle als Annabelle Lorenz in der Krimiserie Der Alte bekannt. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es ziemlich rund für die hübsche Brünette. Stefanie erwartet erstmals Nachwuchs und gibt niedliche Details über die Liebesgeschichte mit ihrem Partner Florian preis. Es ist ein absolutes Wunschkind, erklärte Stefanie gegenüber Bunte und fügte hinzu, dass sie bereits im 9. Monat ihrer Schwangerschaft sei. Obwohl die 37-Jährige den Vater ihres Kindes sonst aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, plauderte sie auch einige niedliche Details über ihre gemeinsame Liebesgeschichte in dem Interview aus. Ich habe mir am letzten Drehtag für Der Alte den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste, der ist es, schwärmte sie über ihren Liebsten, der als Chirurg in München arbeitet. Nach der ersten Begegnung mit Florian in der Notfallambulanz hätte Stefanie deshalb am liebsten direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Nach der OP bin ich nach Hause gefahren und habe meine Freunde und Familie informiert, dass sie schon mal die Hochzeitseinladungen verschicken könnten. Das klingt kitschig, war aber genau so, erinnerte sie sich weiter.